Wie würdet ihr aussprechen? Oengus oder Engus? Schreibt mal ein O-E-Engus, wenn ihr für Oengus seid, oder ein Ö-Engus für Engus. Ja, genau. Also einfach Wortlaut-Sprachen-Teil-Dingens. Ihr wisst, was ich meine. Ich wäre ja eigentlich rein von der Schreibweise her für Oengus, aber Engus klingt irgendwie besser. So, jetzt beim Hören. Aber da warte ich mal auf eure Meinung. Krebskulum hält den Mond nahe der Brücke im Bann. Schließt du dich uns etwa nicht an? Prinzessin, ich bin Oengus, die Kategida, mein Clan. Soldaten sind wir, und zwar die Besten. Jupiters Blitz schleudern wir auf jeden, der unser Können will testen. Als die Dunkelheit hereinbrach, erhoben wir Schwert und Schild. Nachts kam sie in ihrem Wagen, lodernde Schlangen am Kragen. Bei Erin, sie schleuderte Zauber, wir kämpften wie wild. Mein Clan den Gipfel des Turms erklomm. Hoch oben wollten wir sie erwarten. Metall glänzte schwach im Zwielicht. Sie würde uns alle abschlachten. Die Nacht stürmte den Turm. Verloren waren wir, unser Urteil gefällt. Bis ich mein Schwert senkte, mich unterwarf. Die Kategida schickte sie in ein Verlies fern der Welt. Moment mal, ich muss mir noch ganz kurz hier was... ist ja so tierisch. Prinzessin, ich muss sie befreien, wie ein Held. Schade. Natürlich kommen wir mit. Wir befreien die Kategida, das schwöre ich. Eure Majestät. Die anderen Wachen sind böse, ihr hörig. Aha, seien Sie mir jetzt. Erhebt euch, meine Krieger. Wo könnten sie sein? Nein, alle gefangen in Erins Labyrinth. Schande, die tapferen Kategida. Unterjocht durch den Zauber der Nacht, mein Kind. Wir müssen sie befreien. In der Mitte des Lagers dieses Tor steht. Das Labyrinth ist magisch. Seid vorsichtig, wenn hindurch ihr geht. Ein Überraschungsschlag ihm droht. Und nicht nur der, auch ein Blitzschlag gleich folgt. Autsch. Das ging schnell. Sehr mächtig, diese Kombination. Robert bekommt ein Level Up und wir einen geschliffenen Rubin. Euer heiliges Licht half mir in der Not.
Hört auf damit, sonst werde ich ganz rot. Ach. Ihr bräuchtet nicht so bescheiden sein. Dann müsste ich weniger aufwenden für Reim. Hat toll funktioniert, ich weiß. Ein Überraschungsschlag ihnen droht. Au! Ich weiß ja nicht, was genau schiefgegangen ist, aber irgendwie macht das alles plötzlich Schaden, und zwar viel mehr als früher. Ihr seid dabei, das ist viel wert. Ich fühle mich sicher hinter eurem Schwert. Eines so tapferen Mannes Dank mich wirklich ehrt. Aurora, eine Frage mir plagt. Wie kommt's, dass er Prinzessin zu euch sagt? Weil Finn... Ach, das ist eine Redensart. Das ist schön. Ich finde sowas immer traumhaft. Das Gefängnis erscheint alt. Wer schuf es? Es heißt Erin der Entdecker. Von fernen Küsten landete er hier. Lemuria gründeten die vier. Brrr. Abwärts. Du hältst still. Welche Tür? Ich fürchte um unser Leben. Die Statue, Erin, wird uns Hinweise geben. Aber erstmal der nächste Kampf. Au. Beide direkt unterbrochen. Jawohl. Er kann sich also doch selbst schützen, okay? Hat jetzt auch nichts mehr gebracht, ist schon klar, aber gut zu wissen. Und die nächsten Aufstiege stehen an. Oengus und Rubella. Und Robert. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ausgezeichnetes Schwert, Meister. Die Klinge ist scharf und zugleich steif. Woher bekommt ihr dieses Metall? Von den Kometen. Von der Kometen silbernem Schweif. Wir haben ein paar Levelpunkte. Jetzt habe ich jetzt einen mächtigeren Hieb. Okay, jetzt wollen wir sorgen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir dann bei Lichtstrahl da besser hoch, weil der ist bis jetzt ziemlich schwach, aber ich benutze den eigentlich ganz gerne. Monsum, alles. So, und dann geht es jetzt mit dem Blitz weiter. Robert. Gleich 2 Levelpunkte dieses Mal vergeben. Klingt doch gut. Und dann jetzt beim Donnerschlag weiter, würde ich sagen, weil der Todes, also Kuss des Todes ist zwar ganz nett, aber ich glaube, mit den anderen sind wir besser dran. Die Statue soll Hinweis geben, ja? Ich sage die Tür. Und wieder ein Überraschungsschlag. Hm.
Ah ja. Ich sehe das Problem kommen. Zum Glück Aurora getroffen. Das war sein Untergang. Dieser Panzer nervt im wahrsten Sinne des Wortes tierisch. Also, kritischer Treffer reicht doch. Da nutzte mir auch der Panzer nichts. Mein Vati erzählte Kategida-Geschichten. Einmal einen zu treffen, hätte ich niemals gedacht. Wir dienten in der Königinnengarde. Ups. Seid geöffnet die Spalte und sie an der Macht. Ihr seid Aerostati, nehme ich an. Und lebt in einem Ballon, Frau wie Mann. Euer Clan hat unsere schwebende Festung erbaut. Schon wieder so ein nettes Wort. Aerostati. Ihr Krieger, seid uns immer willkommen. Ein Kategida nennt uns Krieger. Vati würde aus dem Mantel fahren. Oder aus der Haut. Mal hier lang. Zurück am Eingang. Ich werd wild. Der Hinweis befindet sich vorne auf Erens Schild. Ui. Ich glaube ja, hier war ich richtig. Sonst wäre ich hier schon am Eingang gelandet. Und diesmal war unten definitiv der falsche Weg. So, wir gehen hier lang. Oh. Hier waren wir richtig, da bin ich mir sicher. Bin ich doch nicht unten gegangen oder war ich einfach schon beim zweiten Tor falsch? Versuchen wir es mal hier. Den Raum kennen wir auch. Okay, da gibt es nur noch eine Tür. Die hier. Hier waren wir jedenfalls noch nicht. Ach, hier sind Symbole an den Türen angebracht. Diesmal hat sie einen Stern, das heißt, wir müssen hier lang. Ne, verstehen muss man's. Und Aurora hat es genauso wie ich gerade gerafft, worum es geht. Okay, diesmal geht es um diesen lustigen Stern hier, der hier drauf ist. Ich würde ganz gerne das Labyrinth schnell noch beenden. Dann geht es wieder um den Halbmond. Der hier ist. Weil die Zeit ist schon ganz knapp vorm Ende. Wieder ein Halbmond, der anlacht uns. Ja.
Tatsache. Wer öffnete Erdens Pfad und befremdet und tut ihr nichts? Seht, es war eine Prinzessin des Lichts. Die Kategida danken euch, Prinzessin. Aurora. Aurora, jetzt beschützen wir wieder den Himmel und die Gipfel von Lemuria. Bruder. Was will der Verräter? Ist's zu fassen? Hättest uns lieber ehrenhaft sterben lassen. Die Königin der Nacht hast... Der Königin der Nacht hast du gedient. Schändlich. Das Kutschulein, bitte, so beruhige dich. Brüder werden wir nie mehr sein, nie. Du bist in Ungnade gefallen, verbannt, los, flieh. Nein! Aber der hat uns doch geholfen, wieso lasst ihr den jetzt nicht? So, aber ihr seht's vielleicht auch rechts unten, hier ward gerade gespeichert. Das heißt, wir lassen es jetzt gut sein. Dong. Ich bedanke mich aufs Herzlichste bei euch fürs Zusehen. Wünsche euch eine wunderbare gute Zeit. Habt Spaß, was ihr mir auch macht. Hoffentlich schaut es bei euch ein bisschen fröhlicher aus als hier dieses Mal. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Ciao.